Hallo zurück zu Friede, Freude, Smartphone und Ihrem Samsung-Kurs. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ein Foto versenden. Das ist die Aufgabe 26 in Ihrem Kursbuch. Sende dein Bild an einen Freund oder eine Freundin. Also in den letzten Videos, da haben wir schon Fotos gemacht und wir haben sie bearbeitet. Heute will ich ein Bild versenden. Wie geht das? Auch dafür öffne ich auf meinem Samsung wieder die App-Galerie. In meiner App-Galerie suche ich mir ein Bild aus. Ich nehme hier das Bild, was ich beim letzten Mal so schön bearbeitet habe. Und jetzt habe ich hier unten ja vier Symbole. Wir haben schon den Papierkorb kennengelernt und den Stift. Und dazwischen gibt es ein Symbol, das hat drei Punkte. Und das ist das Symbol, um etwas zu teilen oder zu versenden. Ich tippe hier also auf dieses Symbol. Jetzt werden mir Apps angezeigt, mit denen ich Bilder versenden kann. Hier bekomme ich natürlich Nachrichten. Über Nachrichten kann man Bilder versenden. Ich kann es natürlich auch als E-Mail versenden. Das würde dann über die App Gmail funktionieren. Oder Sie können es über die App WhatsApp oder Signal versenden. Ich mache es heute mit der App WhatsApp. Ich tippe also hier auf WhatsApp. Hier in WhatsApp werden mir als erstes alle Menschen angezeigt, mit denen ich über WhatsApp verbunden bin. Ich suche jemanden aus und tippe da drauf. Dann tippe ich hier auf Weiter. Und jetzt bekomme ich hier schon das Bild und darunter ist noch eine Nachrichtenzeile. Das heißt, ich kann hier noch etwas unter mein Bild schreiben für die Person. Ich schreibe also noch eine kleine Nachricht dazu und hier mit diesem Flieger schicke ich es wieder ab. So können Sie also Bilder direkt aus Ihrer Galerie versenden. Das Symbol hier mit diesen drei Punkten, das ist sehr wichtig. Deswegen ist es auch ein Aufkleber hier in Ihrem Buch und den klebe ich mir hier unten auf meinem Bildschirm 1. Dieses Symbol mit diesen drei Punkten, das findet man öfter. Wenn Sie vielleicht auf Ihrem Smartphone irgendetwas lesen oder eine andere App benutzen, da finden Sie immer wieder diese drei Punkte. Und das heißt immer, wenn Sie hier drauf tippen, dann können Sie diese Information teilen. Das kann ein Artikel sein, es kann irgendein Produkt sein. Wo immer Sie diese drei Punkte sehen, da tippen Sie einmal drauf, suchen sich ein Programm aus, mit dem Sie das teilen wollen, danach die Person und dann schicken Sie es ab und teilen so eine Information mit einer anderen Person. Also diese drei Punkte, das ist das Symbol für Teilen. Im nächsten Video erzähle ich Ihnen noch ein bisschen mehr über Ihre App-Galerie. Schauen Sie wieder rein, nicht vergessen, der Daumen nach oben und am besten diesen Kanal abonnieren. Ich freue mich, bis dahin, tschüss!